Hallo Leute, weiter geht's mit Spellforce Conquest of Io. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir Rhontahirs Turm zu Asche verwandelt. Und seine Titanarmee ist aber uns immer noch auf den Fersen. Also ist jetzt ja die Armee des Zirkels. Nicht mehr Rhontahirs, aber hier ist dieser Titan noch mit dabei. Und auch noch mal eine andere Armee, die Lehrlingsloge Okans, ja, Okrams versucht zu zerstören sogar, ja. Aber wir werden es hoffentlich verhindern können. Wir greifen an. Gar nicht lange zaudern. Attacke. Siegen ohne Verluste. Sagen wir nicht nein. Gleich noch mit auf die Armee drauf. Ich hätte gedacht, dass ich hier gelesen hätte, aber es kann natürlich auch sein, dass die alle verschiedene. Ja, hier schaut mal, Wort der Stille. Das hat nicht jeder. Kann keine Fähigkeiten verwenden, die Fokus kosten. Das Ding ist, wenn die das auf dem Okra macht, kann es einen Gewittersturm nicht machen. Aber es scheint ni sich nicht, also jedenfalls, wenn ich mir das hier durchlese, dass es nur Fokusfähigkeiten betrifft, scheint sich nicht auf die zweite Chance unserer Golems auszuwirken. Wir greifen die direkt an, ja, was soll denn das? Entscheidender Sieg. Ihr könntet einige Einheiten verlieren. Kann nicht mit leben, wenn wir den Blutgolem verlieren. Und wir verlieren ihn nicht. Aber das hat ordentlich HP gekostet. Ihr seht's ja. Alle ganz schön schwer angenockt. Aber da ist der Titan weg. Tja, ihr ollen Zirkelmagier. Da guckt er, wie er guckt. Müssen Heilungen durchführen. Es dauert sonst ewig, ehe die hier oben sind. Mit ihren HP-Punkten. Ups, fertig ist. Dann wollte ich euch noch sagen, ich hatte mir kurz noch so ein paar Gedanken gemacht. Unser Plan war ja, die Zirkelmarker platt zu machen, haben wir geschafft. Dann die Forschungspunkte, das war der erste Siegpunkt, den wir bekommen hatten, hatten wir auch geschafft. Ich glaube, 42 Forschungen waren das. Und dann hatten wir gesagt, wir wollen 5 Wahrzeichen reinbekommen. Aber das ist ja gar nicht mal so einfach, die hier in unsere Domain alle reinzubekommen, weil. So wie hier zum Beispiel auch, ist es halt so, dass man dann noch eine Quest erfüllen muss und die kann sich hinziehen. Hier müssen wir zum Beispiel einen Nekromanten ausschalten. Und es ist nicht ganz klar, wo der ist. Es könnte sein, dass das mit Ruf der Macht hier, der Rache zusammenhängt, weil da war auch die Rede von dem Nekromanten. Kann aber auch sein, dass es noch irgendwo eine andere Quest da für die Krypta der Wiedergänger gibt. Aber. Wir haben noch was anderes, was wir auch schon die ganze Zeit in den letzten Folgen gemacht haben, seitdem wir es können. Also kurz darauf hatten wir es dann damit begonnen. Und zwar Ruf erhöhen. Das ist auch noch ein Siegpunkt. Das war ohne dieses Ruf erhöhen eigentlich auch extrem langwierig. Man musste dann halt Gasthäuser besetzen oder Quests für die Städte machen. Aber jetzt mit diesem Zauberspruch geht das halt ratzefatze. Im Moment machen wir es mal nicht, weil wir haben nur 70 Mana. Und da warten wir mal einfach noch ab, bis wir wieder mehr Mana haben. Der Armee müssen wir ein bisschen vorsichtig operieren. Die muss halt in der Nähe des Magierturms bleiben, am besten. Weil hier kommen ja auch noch
drei Hydra-Einheiten raus. Schule der Magischen. Oh, hier könnten wir noch mal einen Lehrling holen. Und das ist doch auch ein Siegpunkt. Oh, Mensch, Leute, wir können es uns aussuchen. Wird das vielleicht sogar die letzte Folge? Ich weiß es nicht. Ist es dann komplett zu Ende, wenn man 3 von 3 Siegpunkten hat? Mal gucken. Ist ja auch mein erster Durchlauf. Wir lassen uns mal überraschen. Noch ist es ja nicht so weit. Himmelseisenader. Das könnten wir noch abbauen. Und dann beenden wir die Runde hier. Lassen auch nicht locker da oben, da unten die Untoten. Hier müssen wir natürlich wegrennen. Aber wir gehen hier. Das könnte ja dann wirklich schon das Ende sein. Ein Lehrling kann ja angeheuert werden. Wartet mal. Wir gucken erstmal noch die anderen durch. Das dauert jetzt hier noch. Die werden uns wahrscheinlich hier weiterhin verfolgen mit der Armee. Aber da können wir sagen, halt, stopp. Kämpft mal gegen uns. Chancenlos waren sie da. Da wollen wir nach Süden zu dem Wahrzeichen und auch zu dem Allfeuer-Knotenpunkt. Ja, die können ja nicht über das Gebirge. Deswegen müssen die so außenrum marschieren. Die hatten wir gesagt, das Himmelseisen bitte abbauen. Und jetzt stehen wir schon vor der Lehrlingsloge. Sollte das jetzt schon das Ende sein? Wartet mal. Wir probieren es einfach, Leute. Mal gucken. Ihr habt bereits alle eure Plätze. Ach, für Lehrlinge, ja. Dann der Marcher-Turm muss ja noch ausgebaut werden. 100 wird benötigt. Wir sind jetzt hier bei 90. Nee, doch noch nicht so weit. Schlachtfeld, zwei Glyphen, Verbanner und Sklavenhalter. Können wir noch ein bisschen Kristalle abbauen? Kristalllagerstätte. Runde beenden? Nein. Dann versuchen wir unseren dritten Siegpunkt halt noch über die Städte, über die Fraktion zu bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städte haben wir schon. Und jetzt heißt, Audel hat 40, Konak hatte auch 40. Ja, dann lasst uns. Relativ egal eigentlich. Audel oder Konak. Ja, dann nehmen wir Konak, weil wir gerade da sind. Rufzuwachs. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ein bisschen immer noch Mana auf der hohen Kante lassen. Aber wartet mal, wir müssen das jetzt auch noch nie raushauen. Wir können uns den auch noch aufheben. Den Zauberspruch. 40 haben wir, 160. In der nächsten Runde machen wir es. In der nächsten Runde ist es soweit. Ja. Kriegen wir die Truppe zurück. Die Hüter kommen auch mit zurück. Die Armeen verbinden wir dann hier. Die Hüter können wir noch abköten.
Rüstung, HP bei dem ersten und hier nehmen wir 30% mehr Beute. Dann wartet ihr hier bitte. Dem Turm geht's gen Süden. Eine 800er Armee Vargs mit dabei. Ich glaube, die sind gut gegen Kavallerie. Ja, Kavallerieabwehr. Hier kümmern wir uns um die Quest. Müssen zuvor die neutrale Armee besiegen. Er findet den Akolyten und seine untoten Anhänger, während diese ein Ritual vorbereiten. Das Stöhnen der Untoten erklingt überall und vertreibt alle Tiere, die ansonsten hier wären. Aus der Ferne sieht es aus, als wären sie dabei, weitere Leichen zu erheben. Beenden wir das jetzt. Automatisch abhandeln. Wir können uns hier gar nicht mehr zurückziehen. Heldenhafter Sieg. Die hatten keine Chance. Der Akolyt weicht vor euch zurück mit einem wahnsinnigen Lächeln im Gesicht. Egal, was ihr tut, ich werde einfach wieder erhoben werden. Meine Pflicht ist erfüllt, wenn die Wiedergänger sich erheben. Ein verrücktes Lachen dringt aus ihm hervor und der Mann zieht ein Ritual durch. Mit einer raschen Bewegung schneidet er sich die eigene Kehle auf und fällt zu Boden. Tränen schießen ihm in die Augen, während sein grelles Lachen im Tod verklingt. Krass. Er war nicht mehr zu retten, aber was soll diese Sache mit den Wiedergängern sein? Das kann tatsächlich mit der Krypta zu tun haben, Leute, mit dem Wahrzeichen hier. Ruf der Rache. Versuchen das hier oben da auch noch zu machen. Wenn es denn noch überhaupt so lange geht hier. Er soll mal ein bisschen chillen. Mit denen hatten wir gesagt, wollen wir das hier abbauen. In der Hoffnung, dass die uns jetzt hier nicht Strich durch die Rechnung machen. Und uns attackieren. Wir werden es sehen. Aber wir werden es vielleicht auch nicht sehen. Ich bin gespannt jetzt. Konach, wo bist du? Oramgur. Konach, hier. Ruf erhöhen. 160 rausballern. Und mal gucken. Habe ich schnell gemutet. Hatte einen leichten Hustenanfall. Hoffe, ich konnte mich rechtzeitig muten, Leute. Zaubern. Freund von Konach. Zirkelentwicklung. Schwupps. 3 von 3. Steigt in den Zirkel auf, um eure Reise abzuschließen. Okay. Ja, das machen wir doch glatt. Zirkel beitreten. Was passiert jetzt? Bald erscheint eine Botin vom Zirkel, um euch darüber zu informieren, dass eure Arbeit getan ist. Sie teilt euch mit, dass die Magie in ihrer gemeinsamen Weisheit entschieden, dass die Magi in ihrer gemeinsamen Weisheit entschieden haben, dass ihr des Beitritts in ihre edle Gruppe würdig seid und euch einladen, vor sie zu treten. Um eure Reise zu vereinfachen, verspricht der Zirkel, ein Portal zu öffnen, das euch direkt in die Stadt Mulandia bringen wird, wo sich ihr Sitz befindet. Na, ob wir denen trauen können, Leute? Endlich erkennen sie mein Talent. Ihr seht das schimmernde Portal nicht weit von eurem Turm erscheinen, als ihr eure besten Roben für eure Initiation anlegt. Initiation anlegt. Eure Gedanken drehen sich um Ruhm und Einfluss, als das Portal vor Aktivität aufglüht. Das ist garantiert ein Haken noch, Leute. Ihr blickt auf und seht, wie eine riesige Kreatur hindurchtritt,
die von einer Armee weiterer kleinerer Wesen begleitet wird. Ach du grüne Neune. Was ist das? Von dort, wo ihr steht, könnt ihr die Banner nicht erkennen, aber die Armee kommt mit klar feindseligen Absichten direkt auf euren Turm zu. Ob es nun eine Falle war, die euch unvorbereitet treffen sollte oder einfach nur ein Mitglied des Zirkels nicht glauben wollte, dass ihr ihnen ebenbürtig seid. Offensichtlich ist dies ein Versuch, in letzter Sekunde eure Pläne zu durchkreuzen. Na, jetzt bin ich ja gespannt, was das für eine Armee ist. Nein, nein, ich werde mich jetzt nicht aufhalten lassen. Der gedrungene Zwerg und Zirkelmagier Iskrim erscheint vor euch, kochend vor Wut. Das reicht jetzt mit diesem Unsinn, ruft er. Ihr habt mehr Anhänger um euch gesammelt als eine Ameisenkönigin. Versteht ihr nicht, in welche Gefahr ihr uns alle bringt? Warum glaubt ihr, habe ich so lange alleine gearbeitet? Ihr seid eine Gefahr für ganz Io. Meine Kollegen mögen es noch nicht erkennen, aber ich werde sicherlich nicht müßig zusehen, während ihr uns alle mit euch in den Abgrund stürzt. Krass. Er hier. Der ist stinkig. Nun gut. Das werden wir sehen. Die letzte Prüfung. Schließt das Abenteuer die letzte Prüfung ab. Okay. Das war relativ hier in der Nähe von unserem Turm. Schaut mal hier. Was ist denn das? 1300er Armee. Rang 2 Einheit, Rang 3 Einheit, Spinnenkönigin, hatten wir uns schon mal angeschaut. Elementarschwäche. Haben die alle. Und was ist das hier? Ein Titan, oder? Ja. Arachnoid, Abscheulichkeit. Elementare Resistenz. So unbesiegbar sieht die Armee nicht aus, Leute. Klar, wir müssen halt unsere Armee erstmal wieder herbringen. Aber hö. Auf geht's. Wir greifen die an. Runde beenden. Ja, wir haben ohnehin nicht wirklich viel Mana. Ach, hier läuft auch. Ich dachte, die wäre stationär. Aha. Heldenhafter Sieg. Automatisch abhandeln. Ah, die greifen uns an. Die lassen unserem Irrlicht da keine Ruhe. Die verfolgen uns auch noch. Ein neuer Tag bricht an. Ja. Es sind keine Zirkelmarken mehr übrig, wo die Beziehung sich verschlechtern könnte. Die wollen halt unseren Turm angreifen. Ist halt gerade ein bisschen ungünstig. Wir levitieren mit dem mal in die Richtung. Und was wir machen, das ganz anders. Wir landen. Ja. Wir landen hier. Nehmen die Armee raus. Und schicken die Armee zurück. Wort des Widerrufs. Da haben wir unsere stärkste Armee jetzt hier drin. Wir könnten die sogar direkt angreifen, aber wir lassen uns mal angreifen. So wie es aussah, wollte der uns ja direkt angreifen. Wir warten hier. Ziehen die Einheit mal noch ein Stück zurück. Sind jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt.
könnten uns hier noch ein bisschen verbessern, indem wir noch ein paar Heilungen raushauen. Das ist okay. Und die werden wir noch schwächen. So gut es geht. 30 Mana haben wir noch. Und dann halt Verrosten der Waffen noch einsetzen. Wisst ihr was? Das andere machen wir auch noch. Erschöpfen, wenn wir noch genügend Mana zur Verfügung haben. Aber doch, das müsste reichen, ja. Die müssen wir dann bei Gelegenheit mal teleportieren. Die bleiben hier. Der chillt in seiner Loge. Geht sogar noch ein Stück weiter, oder wie? Können wir die Runde beenden? Machen wir. Ich habe die falsche Armee. Hä? Habt ihr das gesehen? Hatte ich die Armee nicht zurückgerufen? Hä? Ich bin verwirrt. War die Armee nicht eigentlich hier? Komisch, ehrlich gesagt. Aber okay. Heilige Rüstung. Meilenstein abgeschlossen. Hüllt die verzaubernde Einheit in eine heilige Rüstung und ihre Rüstungsstärke und Todwiderstand erhöht. Das gönnen wir uns direkt. Und hier gibt es noch was Neues, was wir erforschen können. Die Sonnepreisen. Ja, Tiara, die Goldene, teilt ihre Weisheiten selten mit Sterblichen. Aber wenn man sie dazu bewegen kann, es zu tun, ist es für alle ein unvergessliches Erlebnis. Ja, erforschen wir das noch. Und die heilige Rüstung hauen wir direkt raus. Ach. Nicht für einen Trupp, sondern für eine einzelne Einheit. Ja, geben wir unserem Helden. Jetzt nochmal diesen Widerruf. Diesmal funktioniert's. Anscheinend wollen die, dass wir die angreifen. 28 Mana. Ja, kommt. Wir greifen die an. Was willst du noch lange rumpimmeln hier? Auf geht's. Was auch immer genau geschehen sein mag, ihr habt nun eine Einladung, dem Zirkel beizutreten, mit der ihr euren Namen für immer in die Geschichtsbücher einschreiben könnt. Alles, was zwischen euch und dieser Gewissheit steht, ist die hünenhafte Monstrosität und die Horde eines rachsüchtigen Neiders. Sollten sie fallen, steht euch der Weg nach Mulandir offen. Wir sind gespannt. Auf geht's. Automatisch abhandeln geht nicht. Sagt trotzdem Sieg ohne Verluste. Krass. Auf geht's. Schlacht beginnen. Eklige Spinnen. Ich gehe nach vorn. Was wollen wir sonst machen? Steingolem in die Mitte. Die beiden Feuergolems sollten die Flanken mal abdecken. Und Blutgolem und Konstrukt ebenfalls in die Mitte. Oh, der ist aber schnell da, Blutgolem. Okram,
halt mal hinten. Ebenfalls mittig, dass er seinen Gewittersturm nochmal ordentlich reinhauen kann in die Gegnermassen. Runde beenden. Von der Rang 3 Einheit haben die relativ wenig HP, die Spinnen. Die Monstrosität natürlich nicht, der Titan. Oh, AOE-Schaden. Wir führen mal Inferno aus. Zweimal brennt drauf. Einmal frei. Der ist ein bisschen weit weg für Inferno. Der knallt aber ordentlich rein, ey. Alter Schwede. Gut, ist halt nur eine Rang 2 Einheit. Hatte ich erwähnt, dass ich unsere Golems liebe, Leute. Der Hammer, oder? Gewittersturm. Verpassen wir den. Machen wir uns aber selber Damage. Das muss nicht sein. Was einen normalen Angriff ausführen. Wir versuchen erstmal die kleineren zu bekämpfen, bevor wir uns an die Monstrosität ranwagen. Ja, Schaden machen die Rang 3 Einheiten natürlich auch ordentlich. Brennendes Konstrukt. Nachteil ist natürlich, dass dann die Truppe hier, also der Titan Blut geladen bekommt. Aber okay. Geht da mal bitte hin und Sand schleudern. Jawohl. Geblendet 25% weniger Schaden. Oh, was? Die haben sich vermehrt. Diese Rang 2 Einheit. Aha. Eingesponnen. Alles klar, vielleicht. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit von diesem Titan da. Also, dass sie da unten auch nochmal neue Zeckenkäfer oder was das denn da bekommen haben. Vielleicht sollte man doch zuerst auf den Titan gehen. Zellteilung machen die. Lasst auf den Titan einhacken. Oha. Ja. Macht Inferno-Schaden, oder? Ja, ebenso. Die würden wir wegkriegen. Wir kriegen wir die weg mit einem Mal? Nicht sicher. Mach mal Gewittersturm. Wow, 41 Schweißschaden da gegen den Titan. Das ist Schnieke.
Wir werden die Zellteilung hier wahrscheinlich nicht aufhalten können, aber. Ach, dann nehmen wir den halt weg. Wir machen halt mit dem Feuergolem nur minimalen Schaden da auf den Titan. Brenne das Konstrukt, macht auf jeden Fall mehr Schaden gegen den. Und mit ihm Schockwelle. Ja, komm. Hau raus. Sehr gut. Das war's. Runde beenden. Aber ihr könnt euch sicherlich denken, Leute. Na, wobei, komm. Wir gewinnen die Schlacht. Wir ziehen das noch durch. Wir ziehen das durch, auch wenn wir jetzt hier ordentlich überziehen in der Folge, aber ist jetzt egal. Das wäre Quatsch, wenn wir jetzt hier nochmal eine neue Folge da machen würden. Ja, da kann neue Einheiten ranrufen, aber hätte man sich vielleicht mal durchlesen wollen. Aber es ist egal, wir sind stark genug, dass wir den jetzt hier, den Garaus machen. Also dem Titan. Ja, Feuergolem kann ich halt gerade nicht wehren. Da sind wir dran. Das war's für den Titan. Mach's mal gut. Die Zellteilung versuchen wir mal noch zu unterbrechen. Das ist unser Blutgolem. Transferieren wir mal die Kommandopunkte nochmal auf den Steingolem. Kann er die hier noch wegmachen? Und das war's für diese Runde. Ja, die teilen sich halt nochmal. Gefällt mir so eine Fähigkeit. Wie so eine Insekten, ja, das sind Insekten ja auch. Ne? Ja, so eine Insektenrasse hier. Hey, lass unseren Okram in Ruhe. Zellteilung, Zellteilung. Verhindert die Zellteilung. Können sie nicht ganz da. Aber das wird verhindert hier. Und jetzt können wir mit ihm noch einmal drauf schießen. Aber es wird auch nicht ganz verhindert. Wartet mal. Kommandopunkt übertragen. Und dann war's das für die Schlacht. Ach, er kann nur einen. Scheibenkleister. Er hatte ja nur noch einen Aktionspunkt. Den konnte er nur noch übertragen. Okay. Passt auf, die machen Zellteilung da oben. Ja. Die mit ihrer ollen Zellteilung, du.
Los, Blutgolem. Verhindert, dass es Eier legt. Jawohl, hat er. Ein Hieb vom Blutgolem und Ende. Sieg. So, und jetzt? Abschluss. Als endlich der letzte eurer Gegner fällt, legt sich Stille über das Schlachtfeld. Wie ihr vermutlich hättet erwarten sollen, gibt es kein Zeichen des Zirkelmarks, der die Armee auf euch gehetzt hat. Und das Portal ist immer noch offen. Es wäre geschlossen worden, wenn man euch nicht wirklich erwarten würde. Euer Leben steht zweifellos kurz davor, gänzlich auf den Kopf gestellt zu werden. Ihr hättet es euch niemals träumen lassen, als ihr damals den Brief eures Meisters erhalten hattet. Ihr denkt an ihn und seht auf die Flöte, die immer noch an eurem Gürtel hängt. Was würde er jetzt über euch denken? Was würde die Welt von euch denken? Wie wird man sich eurer erinnern? Es wird vermutlich eine mitreißende Geschichte sein, aber keine, an der ihr in diesem Moment interessiert seid. Jetzt werdet ihr endlich eure Reise abschließen. Heute werde ich ein Zirkelmagier. Sonne preisen, ja, das hatten wir uns durchgelesen. Mit welcher Armee müssen wir denn da jetzt hier durch? Egal. Kann natürlich sein, dass wir mit Florian dahin müssen. Wir holen den mal vorsichtshalber zurück. Teleportieren? Nö, war's nie. Ach komm schon, finde ich nicht, oder? Rückruf. Ah. Nicht mit ihm, sondern hier. Ihn. Dann machen wir das auch so. Weil er ist ja unser, der Lehrling hier. Wir werden ihm die Armee noch mitgeben. Ups. Halt. Weil ganz trauen wir den Frieden nicht, ehrlich gesagt. Nicht, dass die nochmal eine Prüfung für uns haben. Also den Zirkelmarkern trauen wir halt überhaupt nicht. Höchstens so weit, wie man den Zwerg da werfen kann. Nochmal eine Heilung raus. Alles an Mana ist rausgeballert worden und jetzt rennen wir hier rein. Ihr seid endlich in den Zirkel der Magier aufgenommen worden. Hey, das war's, Leute. Nicht alle Mitglieder empfangen euch mit offenen Armen. Einige neiden euch sogar euren Erfolg. Aber niemand kann leugnen, dass ihr euch mit euren Taten einen Platz in ihren Reihen erarbeitet habt. Lasst uns meine Taten Revue passieren lassen. Ihr habt euer Können im Kampf gegen Angehörige des Zirkels selbst bewiesen, habt ihre Untergebenen besiegt und ihre Türme gestürzt. Und was für ein Sieg dies war. Nah und fern verehren euch Städte, singen von euren Taten und preisen eure Stärke und Großzügigkeit. Ja, das ist das mit den Städten halt, dass die uns verehren, 7 Städte. Mein Ruf ist nicht unbegründet. Und als allerletztes natürlich noch die Forschung. Die riesige Menge an Wissen, die ihr angehäuft habt, überbietet die meisten Bibliotheken. Da ihr bei jeder Gelegenheit Zauber und Beschwörungen gesammelt habt, ist das Grimoire eures Meisters, euer Grimoire, nun gut gefüllt. Der alte Magier wäre stolz auf euch. Wissen ist wirklich Macht. Gratulation, euer Platz in den Geschichtsbüchern Eos ist gesichert und ihr seid zu einem der Zirkelmagier geworden, als der ihr das Schicksal zukünftiger Generationen prägen werdet. Euer Name wird auf immer Teil der Geschichtsschreibung Eos sein. Beendet das Spiel. Krass. Ende.
Meisterschmied, der Zirkel ist zerbrochen und ausgewogen als Errungenschaft bekommen. Meine Freunde auch noch und Meister der Magie. Krass. Da haben wir es geschafft, Leute. Spellforce Conquest of Io Let's Play beendet. Das Spiel hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wer das noch nie hat, schlagt zu. Meinetwegen auch mal, wenn es im Sale ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Moment, wie teuer es ist. Aber so teuer war es auch zu Beginn, glaube ich nicht. Wartet, ich schaue nochmal nach. Also es hat wirklich unfassbar viel Fun gemacht, das Game. Muss man einfach mal so stehen lassen. Ja, ich komme gerade nicht zu Steam rein. Wieso das denn? Es hat halt wirklich richtig, richtig viel Fun gemacht. Rundenstrategie, ja. Und einfach auch die schiere Masse an Einheiten, an Zaubern, die Möglichkeiten. Also das war jetzt ja in Anführungsstrichen nur mit dem Zauberschmied haben wir hier gespielt. Dann hat man noch den Nekromanten und was war es denn noch? Noch irgendeinen anderen Lehrling, mit dem man spielt. Tja, die Städte, es gibt glaube ich 10 Städte hier, hatten wir entdeckt. Die Zirkelmarker sind alle unterschiedlich. Es gibt unfassbar viele Buffs und Debuffs, die man da raushauen kann. Krass. Eine unfassbare Anzahl an Quests und ich finde, die sind auch alle sehr gut beschrieben, also von der Geschichte her. Mir hat das wirklich richtig Spaß gemacht, euch da jeden Text vorzulesen. Also wirklich genial. 29,99 im Moment bei Steam, ohne Sale. Ich kann es euch ehrlich nur ans Herz legen, hier das Game. Es ist eines der besten rundenbasierten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ja, muss ich so sagen. Unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Let's Play hat euch auch viel Spaß gemacht. Lasst mir ein Däumchen oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es so wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich wahnsinnig freuen und vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder in dem einen oder anderen Let's Play oder angespielt von mir. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.